Willkommen Leute, zurück zu einem neuen Guild Wars 2 Trailer Analyse Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mal mit dabei seid. Es geht wieder mal um das neue Update, was jetzt demnächst kommen wird am 2. Mai. Nämlich, das Update heißt Krisenherz zur 5. Episode der Staffel 3, also vorletzten Episode. Das heißt, das Finale kommt dann bei der 6. Episode. Das heißt, das Finale mit dem großen Boom ist bald nicht mehr weit. Und jetzt kam halt der Trailer am 25. April und den würde ich gerne jetzt analysieren. Ich hatte jetzt leider keine Zeit, schon direkt am 26. das Ganze zu drehen, weil ich noch privat nochmal was vorhatte. Aber deswegen komme ich auch jetzt direkt zum Punkt. Ich würde das Ganze jetzt mit euch alles durchgehen, das ganze Video. Ich spiele das ganze Video jetzt nicht nochmal komplett ab, damit das Video sich kurz hält. Und ansonsten fange ich schon direkt bei der ersten Szene an. So, gefährliche Musik gefällt mir wie immer sehr, sehr gut bei diesen Vorschau-Trailern, um zu sehen, dass es auch wirklich böse Sachen kommen. Die erste Szene kennen wir schon von der letzten Episode, nämlich wo Götterfels angegriffen wurde und wo der See Doric als neue Karte zugänglich war. Wir haben bei dieser Episode Caudecos vernichtend geschlagen. Dieser wollte Götterfels einnehmen, um mit seinem weißen Mantel die Herrschaft über Kryter zu bekommen. Mehr ist hier jetzt nicht hineinzudeuten, deswegen geht es weiter. Einer von Lazarus Aspekten. So, einer von Lazarus Aspekten wurde hier jetzt hier gesagt. Das ist eine Anspielung darauf, dass Lazarus sich in 6 Aspekte aufgeteilt hatte. In Guild Wars 1 wollte er sich wiederbeleben oder sozusagen wieder regenerieren und wollte alle seine Aspekte zusammen bündeln. Wir haben das Ganze durch einen Justiziar, mit dem wir dann verbündet waren, verhindert. Und dort hat er uns schon angedroht, dass er, wenn er sich wiederbeleben kann, uns was ganz Schlimmes antun wird. Und ja, wie gesagt, einer dieser Aspekte fehlt anscheinend. Und irgendwie sagt diese Stimme mir schon, wir werden es mit diesem einen Aspekt zu tun bekommen. Wer jetzt ein guter Raider ist, der wird schon mal in den Raid-Flügel mit der Xera gekommen sein. Dort wird berichtet, dass sie eine der weißen Mantel-Anführer ist, die die Aspekte sammelt. Sie hat 5 Aspekte schon gesammelt. Einer fehlt ihr noch. Oder sie hat angeblich den einen Aspekt schon gefunden gehabt, wollte das Ritual durchführen und hat sie gemerkt, scheiße, der eine Aspekt ist nicht der richtige. Wer war dafür verantwortlich? Caudecos. Dieser hinterhältige Sack hat ihr anscheinend einen falschen Aspekt untergejubelt, weil er sonst befürchtet hätte, dass Lazarus seine Führung hinterfragen würde und er dann nicht mehr der Anführer des weißen Mantels sein würde. Deswegen ist Lazarus noch nicht so ganz aktiv oder noch nicht so ganz wiederbelebt. Und das hat das Ganze zu bedeuten. Natürlich wieder das Böse bedroht Kryter, ist natürlich klar. Wenn Leute böse Sachen vorhaben, dann ist das Böse natürlich auch mit dabei. Ohne ihn hätten sie Lazarus niemals wiederbeleben können. So, genau. Hätten sie diesen einen Aspekt gehabt, wäre Lazarus komplett gewesen in seiner kompletten Bösheit und Bosheit. Und dann wäre natürlich das Ganze grauenvoll ausgegangen. Aber so haben wir natürlich gerade nochmal Glück gehabt. Aber wir sehen jetzt hier ein Bild von Lazarus, dem angeblichen Lazarus. Wir haben natürlich rausgefunden in der letzten Episode, dass das natürlich der Fake-Lazarus ist. Also wir müssen natürlich jetzt rausfinden, wer ist dieser Lazarus. Und darum geht das Ganze. Diese Szene stammt natürlich auch von der vorletzten Episode, wo wir in den Blutsteinsumpf hineingeraten sind. Und dort ist er uns das erste Mal erschienen, der Fake-Lazarus. Was wir bis dato noch nicht wussten. Den wahren Lazarus. Genau, den wahren Lazarus. Dieser ist anscheinend noch nicht zusammengefügt worden. Ich nehme mal an, dass wir den Fake Lazarus nur enttarnen können oder nur besiegen können, indem wir den richtigen Lazarus beschwören. Und das wird eine ganz böse Folge für uns haben. Ich hoffe darauf, weil das wird nämlich richtig, richtig geiles Gameplay dann sein. Mal schauen. Auf jeden Fall, wir sehen jetzt hier Lazarus, wie er vor unserem Laboreingang steht. Das ist das Portal, durch das wir in das Labor kommen, wo dann Taimi ihre Experimente durchführt. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, wird Lazarus, der Fake Lazarus oder wer auch immer, die Hand zusammenballen. Und das ist ein Symbol dafür,
Also ich zeige es euch jetzt mal. So. Da hat er die Hand jetzt zusammengeballt. Das wird sehr wahrscheinlich ein Zeichen dafür sein, dass er einfach mit jeder Macht seinen Willen durchbekommen möchte. Es droht Lebensgefahr. So, es droht Lebensgefahr. Natürlich, wir haben mit zwei Drachen zu tun. Wir haben mit zwei Musas zu tun. Oder mit irgendwelchen Leuten, die verdammt viel Energie haben. Und verdammt viel Macht. Und wir wissen einfach nicht, mit denen umzugehen. Und vielleicht sind wir am Ende sogar tot. Und die haben uns, einfach getötet. Hat auf jeden Fall Potenzial zum Verrecken und deswegen sind wir in Lebensgefahr. Wir sehen hier wieder das Labor von Taimi oder von uns, wo wir einfach die ganzen Bildschirme sehen können mit den Daten zu Mortremoth, zum letzten Drachen, den wir getötet haben. Und genau, weiter ist hier nicht zu sehen, deswegen weiter. Da kommt ein Mossad oder auch keiner. So, wir sehen hier Taimi in ihrer neuen Rüstung. Es wird nämlich diese, oder neu ist sie ja die, jedenfalls nicht unbedingt. Sie war ja schon mal im Shop drin. Das ist diese Ether-Rüstung. Ich nehme mal an, die wird wieder in diesen Shop hineinkommen und für euch verfügbar sein. Aber was auf jeden Fall sehr bedeutend ist, sie weiß, also das Genie, Taimi, das Genie, weiß nicht, was aktuell vorgeht. Und das gibt mir schon zu bedenken. Wenn sie schon nicht weiß, was Sache ist, sie weiß selber nicht, welcher Mursat der richtige ist, welcher Lazarus der richtige ist. Das kann brandgefährlich sein. Er ist auf dem Weg? Was soll... So, er ist auf dem Weg. Sieht man ja hier, hier ist unser Laboreingang gewesen. Hier sind wir in der Geschichte hier rumgekommen. Dann sind wir die Treppen hier runtergekommen. Und hier ist der Vorhof vor dieser Haupttür zu dem Labor. Hier ist jetzt entweder der Fake Lazarus oder der richtige Lazarus. Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall sieht er mir sehr, sehr benommen aus. Also er hat den Kopf gesenkt, ist zwar aufrecht, aber wie wir ja wissen, Mursats können fliehen oder schweben. Und der Kopf ist sehr nach unten gerichtet, je nachdem. Vielleicht schaut er ja auch irgendwie auf eine Asura, auf Taimi vielleicht sogar. Wer weiß, auf jeden Fall sieht er mir sehr benommen aus. Es kann natürlich daran liegen, dass wir dann gegen ihn kämpfen oder ihn mit irgendwelchen Fallen außer Gefecht setzen wollen. Es kann alles sein. Auf jeden Fall, schaut euch mal hier diese Szene an. Ich? Was sollen wir tun? So, das war Kasmir. Sie will natürlich wissen von uns, dem Anführer, was wir zu tun haben. Ansonsten kommt jetzt eigentlich die bedeutendste Szene aus der ganzen Trailer, aus dem ganzen Trailer-Video. Und deswegen... haben wir uns das Ganze jetzt mal angeschaut. Und zwar, wer ist Lazarus? Sehr, sehr gute Frage. Das ist eine Hauptfrage, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar sagt die mir aus, dass diese Situation einfach komplett unberechenbar ist. Wir wissen, wir haben zwei Drachen. Wir haben keine Ahnung, wie wir sie besiegen können. Wir haben zwei Mursats. Wir haben keine Ahnung, wer von denen der richtige Lazarus ist. Wir haben zwei Lazarus. Wir wissen aber nicht, wie wir sie unterscheiden können. Das heißt, wir haben von der kompletten Situation überhaupt keine Ahnung. Es geht in Tyria unglaublich viel los. Der eine tötet den anderen. Da ist ein Machtgefüge irgendwie komplett durcheinander. Wir wissen einfach nicht, wer wo einzuschätzen ist. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Deswegen denke ich mal, ist diese Frage, wer ist Lazarus, überhaupt eine Grundfrage an sich. Wir wollen herausfinden, mit wem wir überhaupt uns verbünden können. Wer überhaupt gut, wer böse ist. Ob überhaupt jemand gut ist. Wir wollen ja auch mit jemandem zusammen kämpfen gegen solche heftigen Drachen. Und ich habe mir noch mal was überlegt. Und zwar, dieser Satz kann vielleicht sogar aussagen, dass wir den wahren Lazarus beschwören müssen, um den Fake-Lazarus zu besiegen. Weil er schon so auf einem großen Energielevel ist, dass nur der wahre Lazarus mit seiner gesamten bösen Macht ihn besiegen kann. Wäre auf jeden Fall richtig ultimativ, wenn wir das ganze Geschehen so vorfinden würden. Boah, diese geile Lache. Ich habe sie nachgeschaut. Ich habe nachgeschaut in Guild Wars 1 bei Abaddon. Ich habe nachgeschaut bei sonstigen Guild Wars 2 Figuren. Ich kenne diese Lache nur von Abaddon, also so ähnlich hat er auch gelacht. Er hat, oder diese Lache kommt mir sehr bekannt vor, wie heißt er, bei Mortremoth. Aber ansonsten, mir kam diese Stimme wirklich nur bei Gottheiten oder bei Altdrachen vor. Bei keinem einzigen
Doch, beim Licht vielleicht noch. Aber wenn der wiederbeleben würde, das wäre dann, ja. Das wäre dann Schicht im Schacht. Mal gucken. Also die Lache ist auf jeden Fall richtig geil. Die passt richtig gut zum Trailer. Vielleicht ist es ja der richtige Lazarus, der hier lacht. So, sehr bedeutende Szene hier. Und zwar, wir haben hier wieder den Vorhof. Was wir erstmal an kleinen Details sehen können, ist zum einen dieser Wachgolem. Was mich aber wundert, wenn der Mursat feindlich sein sollte, warum greift dann der Wachgolem hier rechts nicht den Mursat hier links an? Erste Frage. Zweite Frage, was ist das hier im Hintergrund? Wir sehen, hier ist eine Konsole, das heißt, es muss eine Maschine sein, die wir bedienen können. Die Maschine sieht so aus wie eine Mischung aus Shraddle, also dem Golem von dem alten Golem von Taimi, und der Maschine von Omad, also der Unendlichkeitsmaschine, die so viel Macht hat, dass sie die kompletten komplexen Gefüge von der ganzen Tyria-Welt begreifen kann, dass man mit ihr ins Unendliche schauen kann, die komplette Weltmacht einfach verstehen kann. Und diese ganze Maschine steht auf einem Punkt, den wir benutzt haben, um Chuck zu verbrennen. Wir haben hier oben, wir mussten hier lang rennen in der letzten Mission in Heart of Thorns, um diese ganzen Gläser hier wie einen Lupenbrennglas zusammenzufügen, um dann hier einen Brennstrahl zu erzeugen. Was mir wieder sagt, dass diese Maschine erstens viel Energie braucht und zweitens, dass hier viel Energie erzeugt wird. Wenn viel Energie erzeugt wird, muss sie entweder Viecher anlocken, wird sie immer von irgendwie jemanden begehrt, oder sie ist zu viel Energie, dass sie weggenommen werden muss. Und vielleicht behaltet ihr euch mal den letzten Satz so ein bisschen im Ohr gleich, denn darauf werde ich gleich nochmal hinzukommen. Und wir sehen hier den Mursat oder einen Mursat. Wir wissen ja nicht, was für ein Mursat das ist, ob das der Fake ist oder ob das der richtige Lazarus ist. Ist ja nochmal dahingestellt. Aber was wir auf jeden Fall sehen, um ihn herum ist eine Aura, eine rosa, pink, lila Aura mit vielen Sternen, was mir sozusagen zeigt, dass er oder dass die Person, die sich als Mursat ausgibt, mystisch oder irgendwie aus diesem Nebel, Nebelbereich stammen muss, weil hier sonst diese Sterne nicht da sein würden und ihr vielleicht für die ganzen Guild Wars 1 Anfänger, Veteranen, entschuldigt nicht Anfänger, Veteranen, ihr kennt aus Kanta diese Mission, die Nähe an den Sternen, glaube ich, heißt, und dort sind himmlische Wesen und die hatten in ihrer Körpergeometrie hatten die Sterne eingearbeitet und es kann wirklich sein, dass das ein Wesen ist, was aus den Nebeln stammt, was diese Energie besitzt, um Blutsteinenergie aufzusaugen. Und das ist auch das, was ihr hier sehen könnt. Es ist nichts von Krykatorik, der ist auch kein Drachendiener. Ich schwöre es euch, das ist kein Krykatorik-Diener, denn sonst würden diese Steine anders aussehen. Wir haben von dem Shatterer, von dem Zerschmetterer, haben wir das Rückenteil doch bekommen. Das sieht komplett anders aus, als die ganzen Steine hier da so dargestellt werden. Die sehen eher aus wie so Blutsteinfragmente, die dann vermischt worden sind mit dieser Nebelessenz oder irgendwie sowas. Und das ist auch das, was ich damit sagen möchte, dass es ein Wesen, was einfach komplett nicht von der Welt ist. Eine ganz, ganz heftige Spekulation und deswegen habe ich gesagt, vielleicht ist es ein Wesen, was die Energie nehmen möchte. Wer sich mit der Geschichte von Guild Wars 2 auskennt und von Guild Wars 1 und wie die ganze Welt aufgebaut ist von der Guild Wars Theorie, der weiß, dass die Götter versucht haben, die Energie wieder zu nehmen, die den Menschen gegeben haben. Und wenn wir das Glück haben, dann ist das hier Lyssa. Also die Göttin der Mesmer, die Göttin der Illusion und so weiter und so fort. Aber ganz vage Spekulation ist das. Naja, wir machen mal weiter. Und so. Ich hoffe, ihr habt es gesehen gerade. Da war... Ich mach nochmal... Und zwar hier. Hier ist ein Charakter zu sehen mit einer Fackel und mit so einer Lebensblase. Also es muss irgendwie ein Charakter sein, der irgendetwas getötet hat gerade. Komischerweise greift der Mursat nicht an. Also entweder ist es so eine Art Trance-Attacke, die er macht.
um dann Spieler anzugreifen und die Maschine zu, die Energie zu saugen. Ich kann mir auch denken, dass es ein Event ist in einer Story-Geschichte, wo wir verhindern müssen, dass er die Energie aus dieser Maschine herausziehen kann, weswegen so viele Sterne da auch so sind. Wir werden ja sehen. Er hat uns hier eingesperrt. So, Marjorie und Kasimir, mal wieder das alte Paar hier. Die werden sich, denke ich mal, auch näher kommen und genau, auf jeden Fall, Marjorie sagt jetzt, er hat uns hier eingesperrt, aber... Er hat uns hier eingesperrt. Vielleicht hört er aus diesem, oder ich, vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen zu viel hinein, aber aus diesem Unterton kann man eventuell herausinterpretieren, dass sie mehr weiß, als sie sagen möchte. Ja, das heißt, sie weiß ganz genau, was Lazarus oder der Fake Lazarus vorhat. Wurde vielleicht sogar von ihm manipuliert. Wir wissen nicht, auf jeden Fall, sie sagt, wir wurden eingesperrt. Ja, ich nehme an, wir werden im Labor eingesperrt werden, damit der Lazarus seinen Willen durchbekommt. Top-Szene hier, und zwar eine neue Karte wird verfügbar sein mit einem Aussichtspunkt, mit Wegmarken wie immer. Wir fahren zu dieser neuen Karte oder überqueren das Meer zu dieser neuen Karte mit einem U-Boot. Top gemacht, finde ich super, weil endlich mal nicht wieder mal Wegmarken, wieder mal Azura-Portale kommen oder sonstige Sachen, sondern endlich mal auch wieder mal U-Boote. Wir haben das ja aus der Meerenge der Verwüstung schon kennengelernt. Dort kann man auch bei einem Event mit U-Booten herumfahren. Und hier sehen wir auch wieder Aufwinde auf dem Wasser. Lustigerweise auf dem Wasser. Also irgendwie geht das nett. Aber egal. Mit der entfesselten Magie dann dementsprechend dann da drauf. Die Vegetation von dieser Karte hier kommt uns sehr bekannt vor von den Feuerring-Inselketten. Von dieser Karte, die wir jetzt erst neulich bekommen haben. Was mir aber noch nicht so ganz bekannt ist, sind diese Felsen hier. Das heißt, diese Felsenformation, diese Farben, die passen noch nicht so ganz in die Felsen an, die wir bis dato in Guild Wars 2 kennen. Aber ich nehme an, es wird entweder von der Silberwüste sonstiges irgendwo hinführen, was ich aber nicht denke, weil da kein Wasser ist. Ich kann mir denken, dass das vom Widerstand des Drachen, von der Karte Widerstand des Drachen bis zu der Karte von den Feuerherz, von den Feuerring-Inselkette da halt geht. Oder es geht von den verschlungenen Tiefen, jetzt habe ich es, bis zu Ratasum. Das kann auch sein. Was natürlich für die verschlungenen Tiefen stimmt, ist natürlich hier oben diese blauen Schleimfäden, die hier herunterhängen, das seht ihr euch jetzt gleich nochmal. Die Bereitschaft zu töten, um zu... Und zwar hier oben, seht ihr auch nochmal diese Schleimfäden. Die gab es ja schon etliche Male in Ratanovos überall herumhängen. Und das spricht so ein bisschen für diese Nähe zu diesen Heart of Thorns Karten. Was wir auf jeden Fall hier sehen können, sind Paktsoldaten, die angriffslustig vom U-Boot hervorspringen und hervorlaufen. Was ich mal annehme, dass das die verbleibenden Pakttruppen sind, die wir noch zusammenkratzen, um überhaupt schlagfertig gegen die Drachen ankämpfen zu können. Ich denke nicht, dass wir in dieser Szene mit Lazarus kämpfen werden, denn ich teile die ganze lebendige Geschichte mal in zwei Kategorien ein. Einmal der Kampf gegen die Drachen und einmal der Kampf intern, also das heißt gegen Caudecus, gegen Lazarus und so weiter und so fort. Das heißt, Lazarus hat beziehungsweise Caudecus hat kaum was mit den Drachen zu tun, natürlich. Sie nutzen diese Machtverteilung eher aus, um dann an die Macht zu kommen, aber einmal dieser Unterpunkt, dass wir eine untergeordnete Geschichte haben mit Lazarus und mit Caudecus und eine übergeordnete Geschichte sozusagen mit den Altdrachen, die komplett die ganze Geschichte definieren. Und das gehört eher zu der unteren Geschichte. Zur oberen Geschichte, zu den Altdrachen. So, wir sehen jetzt hier einen Char, der hier... aktiv ist. Ich nehme mal an, das wird ein Räuber sein oder ein Bandit. Wir haben ja diese Charaktereigenschaft schon von den Freibeutern ich weiß es nicht genau, die Karte. Auf jeden Fall eine Karte neben Löwenstein. Da sind diese Chars auch als Freibeuter unterwegs. Und ich nehme an, das wird ungefähr so einer sein, der dort auch unterwegs ist. So,
Hier ist nochmal ein Charakter, der eine Kanone abfeuert. Sehr wahrscheinlich wird das entweder ein Gerüchteagent sein, der sich nicht zu erkennen gibt, oder es wird auch ein Bandit sein. Ich nehme mal Letzteres an, dass es ein Bandit sein wird, der dann mit uns, der dann gegen uns dann, oder sogar vielleicht mit uns, dass wir sogar uns verbünden, gegen sonstige Drachen, die dann kämpfen wird. So, sehr interessant, Staffel 3 nähert sich dem Finale, habe ich ja schon vorher gesagt. Eine Episode noch, dann geht's Schlag auf Schlag richtig der Explosion zu. Ich hoffe mal, dann geht's richtig zur Sache, aber das sehen wir dann nach der nächsten Episode. So, letztere Punkte noch hier mit dem Mursat nochmal, der in dieser pinken Aura erscheint. Und dann Kasimir. Nein, das kann nicht sein. Mit der puren Empörung oder, ja, Überraschung, dass sie das nicht glauben kann, was da gerade vor sich geht. Und diese Szene ist für mich so das, was am bedeutendsten ist für diese ganze Trailer-Vorschau, nämlich, dass Lazarus sehr wahrscheinlich eine Person ist, die wir kennen. Es muss eine Person sein, die entweder in Guild Wars 1 uns sehr, sehr häufig gezeigt hat, wie irgendwas geht, und dann überlebt hat, diese ganzen 250 oder 225 Jahre waren es, glaube ich, Unterschied, überlebt hat. Oder eine Guild Wars 2 Person, die uns sehr, sehr geholfen hat und jetzt auf einmal irgendwie so mental verdreht worden ist. Ja, was mich auf jeden Fall stutzig macht, diese Szene hier. Und gerade wie sie die Augen aufreißt, es muss also auf jeden Fall irgendetwas ganz krasses sein. Hier in dem Labor, also das Labor ist hier im Hintergrund. Das heißt, wir werden ja hoffentlich sehr, sehr überrascht werden. So, die Täuschung geht in Flammen auf. Das heißt, nach dieser Szene kommt dann der Satz, die Täuschung geht in Flammen auf. Spricht schon Worte für sich. Das heißt, die Täuschung, die uns all die Jahre geholfen hat, geht mit dem großen Akt des Primordos in Flammen auf. Das heißt, wir werden sehen, wer dahinter steckt, hinter den ganzen Klabauter, Scheißer, der uns die ganze Zeit den ganzen Mist auf den Hals hetzt. Mal sehen, wer dahinter steckt. Ich bin ganz gespannt. Hoffentlich wird es eine ganz hohe Person sein, die wir dann vermöbeln dürfen. So, hier sehen wir noch einmal das Überthema. Es gibt neue Kreaturen, gegen die wir kämpfen müssen. Ganz gefährliche, es wird immer gefährlicher. Wir werden diese Rolldinger hier haben, die auch mit teilweise... Ja, Jormag, jetzt habe ich sie bald alle durch, mit Mortremoth und Saitan-Energie durchströmt sind, so wie dieser Zerstörer hier, diese Zerstörer-Harpie, kennen wir auch schon. Und dieses Viech kennen wir noch nicht. Wir kennen es schon zum Teil, es ist ein Chuck-Potentat aus den verschlungenen Tiefen, aber verwandelt. Nämlich, wie gesagt, mit Mortremoth und Saitan-Energie, und deswegen gibt es auch diese Tentakel. Nehme ich mal an. Ich nehme auch an, dass das eine dieser Champions sein wird. Die restlichen, die wir jetzt sehen werden, die Viecher werden sehr wahrscheinlich Veteranen sein. Und diese Person, oder die Person, dieses Viech hier wird sehr wahrscheinlich ein Champion werden. So, das ist wieder mal ein Charakter Bandit, nehme ich mal an. Und das ist ein ganz normaler Spielercharakter, weil NPCs sehen nicht so scheiße aus, sorry, aber es ist leider so. Und die wehrt sich gerade gegen irgendeine Explosion, das heißt, es muss irgendwie Feuerbälle regnen und so weiter und so fort. Wir werden sehr wahrscheinlich Feuer unterm Arsch bekommen. Und das ist wieder mal der Lazarus oder Fake Lazarus, wer auch immer, der gerade irgendwie Flammen auf uns herabregnen lässt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was auf uns zukommen wird, gerade weil das Thema Krisenherd eine besondere Bedeutung hat. Krisenherd heißt ja der Herd, es ist ein Punkt, der sich immer weiter ausbreitet. Und wenn das schon das Thema ist, dann wird es ein Punkt sein, der sich langsam, aber sicher komplett ausbreitet. Das heißt, irgendwann wird unsere ganze Welt komplett zerstört werden oder komplett in eine Riesenkrise geraten und komplett belagert werden und sonstiges, weil jeder meint, jetzt ist doch das Machtgefüge außer Balance und dass jeder dann seine Macht haben möchte. Und Krise ist einfach so, dass wirklich
viel falsch gelaufen ist und dass deswegen die Situation einfach unberechenbar, katastrophal sich auf unser derzeitiges Charakterleben auswirkt. Genau, das war's eigentlich soweit. Genau, das war's eigentlich soweit vom Trailer her, von der Trailer-Analyse. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ich hoffe, ich komme noch nicht zu spät mit dem Upload. Ihr seid noch da, wenn ich das Ganze uploade. Wenn ja, gebt doch mal einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann bitte Daumen runter natürlich, aber auch Kommentar und ein Abo dalassen. Dann sehen wir uns morgen. Ich werde es hoffentlich schaffen, schon direkt morgen einige Erfolge und Let's Plays hochzuladen. Oder gesagt, eher aufzunehmen. Genau, und ansonsten, wie gesagt, es gibt nochmal Neuigkeiten zur legendären Rüstung. Ja, es gibt eine legendäre Rüstung. Seht sie euch an. Sieht richtig geil aus. Jedenfalls die mittlere gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die linke sieht aus wie geschaffen für einen Elementarmagier. Und die rechte sieht aus perfekt gemacht wie für einen Waldläufer. Manche werden meinen, sie passt nicht zu den jeweiligen Klassen, aber das werden wir noch sehen. Mir gefallen sie auf jeden Fall richtig, richtig gut. Erstmal top, habt ihr gut gemacht an ArenaNet und ich hoffe, ihr geht offen mit dem neuen Update um. Ja, habt einfach Spaß und wir sehen uns dann morgen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.